Anmerkung der Redaktion. Dieses Video ist sehr spät abends, sehr spontan entstanden. Also bitte entschuldigt die dummen Sprüche. Und damit herzlich willkommen. Ihr habt ein neues Adventstürchen geöffnet. Hinter diesem verbirgt sich, ganz spontan, Spekulatiusbacken. Viel Spaß. Also schön, es kann losgehen. Wir brauchen Schüssel. Mehl. Zucker. Das sind gemahlene Mandeln. Butter. Spekulatiusgewürz. Backpulver. Eine Marke, die wir jetzt nicht näher nennen. Und Vanillezucker. Nicht auf die Marke. Ne? Keine Marken. Keine Werbung hier. Also schön. Und natürlich. Moment. So ein Ding kann auch nicht schaden. Alles klar. Wir nehmen unsere Waage. Schüssel drauf. Jupp. Auf 0 setzen. Wir brauchen 500 Gramm von unserem Mehl. Wenn ich denn jetzt das Mehl noch aufkriege, so spät am Abend. Ja. Eigentlich 500 Gramm, ne? Das ist die halbe Tüte. Liebe Waage, irgendwas? Moment, nee. Ich will ja auch keine Unzen. Moment. Waage, was tust du mir an? Milliliter. Gramm. 503, passt doch. Mann, was für ein Gefühl. So. Von unserem komischen Backpapier, sag ich schon hier, von unserem Backpulver. Ich habe jetzt, warum auch immer, welches mit Safran gekauft, weil man gewinnt sich ja sonst nichts, ne? So, zwei gestrichene Teelöffel, ne? Ja, Teelöffel. Eins. Ah, ein bisschen mehr kann ich schaden. Passt. Da passt. Nicht über die Hand kippen. Moment. Ja, okay, das einmal mit dem Mehl unterrühren. Bravo. Jetzt brauchen wir noch das Feld, das halbe Mikro. Nein, 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 nein. Oh, jetzt geht's. Zucker 250 Gramm. Oh, was weiß ich denn, was jetzt. Könnt jetzt abwiegen. 250 Gramm Zucker ist ein Kilo, ne? Ein Kilo, ne? Ja, für die Tüte. Ja, ja, so. So. Das ist eine Menge Zucker. Eigentlich würden wir 500. Und ja, ja, komm. Kann ich hochrechnen. 57. So, so, passt. So, so scheiße ist das jetzt. Dann also ein ganzes Päckchen Mittelzucker. Merkt man, das ist ganz schön hell, oder? Ganz schön. Das ist heller. Dunkel mal hier ein bisschen ab. So. So ist doch gut. Jetzt seht ihr auch, was ich mache. Und nicht nur grellweißes Blende Licht.
So, eine Tüte Vanillezucker. Eine ganze Tüte Spekulatius ist Gewürze, okay. Ach, ich liebe solche Tüten, die, die man nicht mehr Hand aufkriegt. Aber gut, so hat man eine Schere mit. So. Riecht schon wie Spekulatius. Prise Salz, Schrank auf. Salz raus. Gut, mal jetzt mal Prise Salz, nicht so schlimm. Salz, Eier. Die Eier, okay, wir brauchen noch die Mandeln. 100 Gramm. Also, bis unsere Waage sagt 800, okay. Quatsch, 900, so rum. Hi, gut. Internetrezepte. Gut, was? Ich hätte vielleicht eine größere Schüssel nehmen sollen. So, aber die Waage kann jetzt mal wieder weg. So, wir mengen das mal kurz einmal ein bisschen durch hier, ne? Schön dreckig machen wieder alles. Gehört sich doch so. Oh, mein Gott. Also, wie viel Butter? 200 Gramm, das habe ich nie gekauft. 250, passt. Schmeißen wir das ganze Ding rein. Holen Sie schon. Wird schon nicht zu viel sein. Mein Gott, da ist ja sogar das Markenlogo auf der Butter eingeprägt. Nein, sieht keiner mehr. Top, gute Idee. Voll gute Ideen. Aha. Geknetet. Wir haben einen glatten Teig. Da werden wir dann jetzt. Einmal. Hier, komm. Bisschen Frischhaltefolie. Ich hasse Frischhaltefolie. Warum? Ach, das passt so. Ist ja nur, dass das nicht ganz so offen im Kühlschrank steht, ne? Denn das geht jetzt erstmal nochmal für eine halbe Stunde in den Kühlschrank. Bis später. So, der Teig war jetzt eine halbe Stunde im Kühlschrank. Und jetzt Backblech, Backpapier, Ofen heizt schon vor. Aber da ich ja nun mal keine Spekulatiusform besitze, machen wir uns einfach... Oh, mal gucken, hier so ein paar kleine
paar kleine Kügelchen hier, so. So, und die drücken wir uns dann hier ein bisschen platt. Und dann war plötzlich die Kamera leer. Also, es ist Samstag früh. Die Kekse sind abgekühlt. Probieren wir doch einfach mal kurz. Ja, schmeckt nach Spekulatius. Also, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ein wenig spontan. Aber naja. Und abonnieren nicht vergessen. Kommentieren, liken, Glocke aktivieren. Ihr wisst schon. Bis zum nächsten Mal.